Also, die, sagt die eine Tomate zu der anderen Tomate, nee, warte, das ging irgendwie anders. Lass mich noch mal kurz überlegen. Oh, ich bin aber weg. Hallo, ist raus, ne? Moin. Lange nicht gesehen. Wo willst du denn hin, ne? Groovy. Ja. Ach, kleines Tänzchen oder was? Ja. Moin. Kann ich euch einen Witz erzählen? Der ist echt lustig. Pass auf. Also ernsthaft, war das jetzt nötig? Das ist ja... Hier glaubst du, deine Fürze stinken nach Flieder? Also wenn ich ganz ehrlich bin, halte ich meine Fürze für ziemlich lecker. Also ich benutze ja Flatula Nummer 6. Ja, hochinteressant, steh mal auf, du. Na, Stinker, willst du uns nicht helfen? Ja, so wegen dem Witz, der war eigentlich nur wegen ein paar Tomaten, verstehst du? Der ist auch komplett jugendfrei. Also ihr braucht mir da gar nicht irgendwie an Kahn pissen, das ist... Was hast du gegessen? Gegessen habe ich gar nichts, das liegt am Kaffee. Na siehst du, da haben wir es doch. Ja, ist rein, da wird sich Wanker freuen. So, ja, weißt du, das Problem ist, der Kaffee, den habe ich schon ausgesoffen, verstehst du? Den habe ich beim Auto gekauft. Guck mal hier, oder was habe ich denn hier? Guck mal. Ein Kassenzettel. Vom Nein, auf gar keinen Fall, Mann. Das Ding gehört mir nicht. Netto. Scheiße. Pass mir auf, du Wichser. Das wollte mir eben schon so ein Kasper erzählen. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wie das heißt. Netto. Ernsthaft, Kollege, du hast einen Kassenzettel vom Plusmarkt in der Hand. Wie heißt das? Wie heißt das Geschäft? Netto. Wie heißt das Geschäft? Es heißt Plusmarkt. So, Alter, jetzt wo wir den Stinke verhaftet haben, können wir ja nochmal ganz kurz schnell bei YouTube reingucken, ne? Ich wollte mal eben schnell mal Eddie Reimers gucken, was er so Neues hat. So, www.eddiereimers, YouTube, zack. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Schmalzlocke LP. Ich heiße euch... Ja, also das ist ja interessant, aber ich wollte eigentlich zu Eddie Reimers, außerdem hast du gar kein Zeichentrick-Avatar. Das ist ja völlig amateurhaft. Nee, ich wollte mal was anderes... Ja, was anderes... Was anderes macht Eddie Reimers schon. Du musst einfach standardmäßig... Eddie Reimers? Überall höre ich den ganzen Tag Eddie Reimers. Sein blödes Scheißvideo. Diese Scheiß-Synchro. Die ist nicht mal lippensynchron. Ach, fickt euch, echt. Na, der hatte ja eine Laune. Wanker hat angerufen. Er will seinen Kaffee... Ja, dann sollten wir mal schleunig zu ihm fahren, nicht? Vielleicht in Teil 3 oder so.